Babolat Pure Drive Junior 25, also wieder ein Schläger 25 steht für die Inch, rund 5 cm kürzer als der große Bruder, den seinerzeit Andy Roddick gespielt hat, aber jetzt Nali spielt, Julien Benneteau spielt, eines der erfolgreichsten Rackets überhaupt. Und da hat man extra drauf geschaut, dass man gerade für die Kids, die jetzt einsteigen mit den Methodikbällen am kleinen Feld spielen, in der Größenordnung zumindest einen Schläger auch hat, wo man einiges abgespeckt hat, aber der vom Design her komplett dem großen Bruder entspricht. Der Peter wird uns sagen, was der Schläger technisch kann. Also auch hier sieht man den Längenunterschied sehr gut zum großen Bruder. Gleiche Schlagfläche, gleiches Bespannungsbild. Das ist einfach ein sehr günstiger Einstiegsschläger für die Kids, die einfach jetzt die Freude am Tennis gewonnen haben und mit den weichen Bällen einfach sehr viel trainieren wollen. Noch einmal der Appell an die Eltern. Die Firmen tun sich extrem viel an, egal welche Marke. Es hat endlich hat sich durchgesetzt, dass Kindertennis in der adäquaten Größe gespielt wird, sowohl was den Platz betrifft, wie auch was die Bälle betrifft, wie auch was das Racket, vor allem die Schlägerlänge betrifft und das Gewicht. Genau deswegen tun sich die Firmen einiges an.